Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feins Grill Barbecue. Ihr seht, ich bin nicht alleine da, sondern Tanzis Vater, aka... Jetzt geht jetzt schon wieder los. Mahlzeit, Freunde, ne? Bobby 030 Barbecue, aber wir kennen ja die Geschichte. Danke nochmal für das Tanzverbot, ja. Kriegst du öfter auf den Sack dafür, ja? Ja, sehr, sehr oft. Aber Tanzi hat sich noch nicht bei uns gemeldet, also gerne mal anschreiben, ne? Ja, Tanzi, hast mir eine Nummer, sag Bescheid, ich krieg das hin. Pass auf! Wir machen jedenfalls heute ein gefülltes Schweinefilet und was wir dafür brauchen und wie die Diät zeigen wir euch gleich. Viel Spaß dabei. Wird geil. Also als Zutaten brauchst du einen großen, schlanken Berliner. Haben wir? Ich glaube, eigentlich haben wir zwei. Also die Berlin-Brandenburg-Connection ist wieder am Start. Ne? Das passt ja immer ganz gut. Aber vielen Dank für das. Ey, du fang direkt damit an. Warum steht hier eigentlich Bier rum? Whisky nach? Ja, das ist ja okay. Wir haben, als Stroh. Ja, wir haben hier ein bisschen euer Lieblingsrap, in dem Fall UFA-Rap. Das ist mein Lieblingsrap und Bobby seiner. Ja, das ist ein ganz toller Rap. Bin ich mir ganz sicher. Dann habe ich hier 2,5 Kilo Schweinerücken. Am besten schön mit ein bisschen Marmorierung drin, also irgendwas, was richtig Spaß macht. 5 ganz wichtig grobe Grillwürste, die haben praktisch hier so, also ungebrühte. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Sehr gut ist, wenn man bei so Sachen zweimal Betrieb das macht. Bobby, ich wollte dich immer mal sagen, kannst du mal bitte die Wurst aus dem Darm drücken? Das wäre jetzt also dein Job. Also ich glaube, mit diesen Handschuhen, naja, also kann man so machen. Ja. Kann man so machen. Das sind die Momente, wo so Videos eine ganz komische Eigendynamik bekommen. Ja, ich habe gemerkt, dass dir der Schweiß schon den Rücken runterläuft, auf wenn ich meine Handschuhe anziehe. Ja. Ja, ich soll die aus dem Darm drücken. Genau. Kriegst du hin? Okay, müssen wir die anschneiden oder sind die? Nee, die kriegen wir so hin. Weil ich mache, ich werde mir dieses Rückenstück hier, was wir hier haben, das werde ich mir halbieren, weil sonst mein Messer zu kurz ist, um das wirklich ordentlich hinzumachen. Deshalb machen wir 2 von diesen Braten, also einmal in der Mitte durchschneiden. Und dann nimmst du dein Messer und stichst praktisch in der Mitte bis nach hinten durch. Gucke, hier kommt die Spitze raus und schneide es dann hier immer rüber. Und dann guckst du, wo das hier so ist, öffnest du so ein bisschen und dann stichst du mit dem Messer nochmal durch und machst hier vorne dann den Schnitt bis, na, dass du so einen Zentimeter Platz hast. Und dann kannst du den Rücken hier super füllen und dann mache ich mit der anderen Seite ganz genauso. Also ich zeige euch jetzt nochmal zum Mitmeißeln. Einstechen, flach bis auf die andere Seite und dann nach vorne schneiden hier. Schön auf die Fingerchen aufpassen, also dass er A nicht durchschneidet und B auch nicht in die Finger. Dann Messer ein bisschen weiter durch und dann bis hier vorne vor. So. Das sieht sehr gut aus auf jeden Fall. Und dann ist es auf alle Fälle hier fertig zum Füllen. Eine Tasche da. Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Wurst aus der Pelle drücken, glaube ich. Irgendwie habe ich da jetzt echt komische Gedanken bei der ganzen Nummer heute. Verstehe ich gar nicht. Ja, das ist aber, es riecht schon fantastisch. Also ich weiß gar nicht, was da jetzt für eine Füllung drin ist, aber der Majoran, glaube ich, kommt ganz gut durch. Ja, ja, ich habe da eine Wurst extra nach meinem Rezept anfertigen lassen. Wenn ihr okay. So eine Wurst selber machen wollt, dann verlinken wir mal unter diesem Video unsere A, haben wir eigene Videos, wie man Wurst selber machen kann und B, vor allem welche Würze man dafür verwenden kann, weil die kann man nämlich fix und fertig kaufen. Und da hast du so ein Wurstbrät für dich selber auch zum Grillwurst machen fertig. Ich bin sehr interessiert daran auf jeden Fall. Wenn ich sie dann hier rauskriege heute. Aber es geht lange. Das schaffst du, ich glaube nicht. Danke, wenigstens einer. Jetzt haben wir 4. 5 mal gucken. Seite. Lassen wir erstmal 4, gucken, wie viel wir davon brauchen. Und dann nehmen wir praktisch und stopfen das einfach völlig herzlos hier in diese Schwein rein. Also es ist halt ein bisschen schweinisch, ein bisschen wirklich. Das ist nicht mit schöner Handwerkskunst zu machen, sondern ist wirklich mit ein bisschen Kraft, mit ein bisschen ja, Grobschlächtigkeit kriegt man das da ganz gut hin. Grobe Brandenburger Gewalt. Genau. Sehr schön. Das trifft das relativ gut. Wo kommt es hier drüben schon raus? Dann nehmen wir noch ein bisschen Platz. Dann drücken wir von der anderen Seite auch nochmal dazu. Ja, wir werden die 5. noch brauchen. Wir werden die 5. tatsächlich brauchen. Ja, ich presse mal noch ein. Ja, press mal. So. Aber das sieht schon gut aus, hier ist praktisch das Brät drin, ist schön gefüllt. Und jetzt wird der auch schon so ein bisschen rund, hier fällt mir sehr gut. Und das machen wir mit dem hier ganz genauso. Zack, fertig, Freunde. Sehr schön. Sieht das geil aus, oder? Was machen wir jetzt mit der ganzen Geschichte? Das kommt jetzt auf den Smoker, oder? Ja, erstmal kommt ein bisschen Rapp oben drauf. Ja, natürlich. Da nehme ich meinen Lieblings-UFA-Rapp. Der passt hervorragend zu so einem kleinen Schweinereien, was runterfällt. Ihr kennt das ja schon. Du ditschen mal rechts und links auf. So lange, bis sie sich so in so einem freundlichen Rotton befinden. Die Hellboy-Unterärmchen, ne? Ja. Hier nochmal ein bisschen was ab.
riecht jetzt schon richtig geil, weil wir jetzt natürlich ein Bratwurstbrät haben, was schon immer richtig cool ist. Und noch den Rub dazu. Das könnte was werden. Ich würde jetzt schon reinbeißen, ich werde dann aber immer ein bisschen komisch angeguckt, deswegen lassen wir das lieber. Schön. Dann nehmen wir die Burschen mit zum Smoker, bringst du mir ihn mit? Ja, ich hoffe, dass ich ihn noch tragen kann. Ich bin übrigens ein großer Freund geworden von dem Smoker. Ne? Ja? Vielen Dank für die Empfehlung. Ich habe den ja jetzt auch zu Hause und das Ding, Freunde, kann wirklich was. Also Pellet Smoker, glaube ich, sucht seinesgleichen. Der Schöne ist, und der lässt sich einfach leben. Das heißt, wir können uns jetzt in aller Ruhe mit einer Gerstenkaltschale zurückziehen und können hier den Smoker den Job machen lassen. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Und ihr habt selber gesehen, die Vorbereitungszeit dafür sind keine 7 Minuten. Und du hast halt ein Stück gebraten, was gleichzeitig noch gefüllt ist, ohne die große Gedanken zu machen. Also indem du vorher ein ordentliches Wurstbrät hast, außerordentliche Raptum und eine ordentliche Fleischqualität. Ja. Was ich jetzt noch mache, ist hier die jeweils mit einem Kerntemperaturthermometer zu versehen. Wobei jetzt muss man darauf warten, dass wir irgendwie so 73, 74 Grad Kerntemperatur hinkriegen. Und dann wird das super lecker, weil wir haben außen schön Rapp dran. Wir haben das Fleisch, habt ihr gesehen, hat schon einen eigenen Fettanteil. Und vor allem haben wir innen drin Wurst. Und die Wurst hat einen sehr hohen Fettanteil und eigentlich so ein Schweinerücken mal so, naja, relativ langweilig, weil es einfach irgendwie durch wird. Ja. Aber dadurch, dass wir jetzt von innen nochmal die Sache durchfetten, wird das super geil und super saftig, ja, der immer anschnitt. Also eine coole Art von Schweinebraten. Und so eins, was wir jetzt brauchen, ist zwei Stunden Zeit oder wie ich sage, ein Kasten Bier. Ein Kasten Bier. Wie heiß ist der Grill? 170 Grad habe ich da jetzt mal vorgesehen. Meine Frau sagt übrigens auch immer, dass das mit dem Fetteinteil relativ wichtig ist. Ne? Ich weiß nicht, auf was sie das bezieht. Ja, so ist. Wie gesagt, mein Bruder sagt es neulich, Cannelloni-Röllchen. Cannelloni-Röllchen? Hm? Das ist die Sexiness, die überquillt. Ja, vermutlich. Normalerweise kommt ja jetzt die Technikminute. Aber da wir gerade Täschchen ins Fleisch reingeschnitten haben, kommt jetzt keine Technikminute, sondern eine kleine Werbeminute. Ich denke, ihr verzeiht mir das. Und zwar haben wir hier mein neues Produkt, das heißt Täschchen. Ich frage mich nicht, warum das Täschchen heißt. Eine kleine Tasche, Umhängetasche. Ich mach gerade so, wa? Ich muss nicht so machen. Scheiße, ja. Und zwar habe ich das Drama, wie viele von euch, dass wir Männer unterdessen draußen rumrennen. Wir haben so ein dickes Portemonnaie, wir haben ein Handy, Schlüssel, Psychopharmaka, irgendwie alles, was wir halt brauchen, um irgendwie halbwegs klar durch den Tag zu kommen. Und Bierchen passt nicht ans Rind. Und ich habe jetzt seit einer Zeit trage ich schon so Täschchen, sage ich immer. Und da habe ich jetzt so als Klaus-Grill-Täschchen. Für einen relativ schmalen Taler, deutlich unter 30 Euro und manchmal auch im Angebot, klickt man hier unten einfach auf den Link drauf und vielleicht ist es was für euch und ich finde, man kann es übertragen und gerne auch, selbst wo es im T-Shirt ein bisschen zu kurz ist, eigentlich gleich übertreiben. Ein bisschen mehr als ein Stündchen ist um und so sehen unsere Freunde aus, siehst du das? Glänzend blubbernd Brotzellen, genauso muss es aussehen. Ist das geil. Sehr schön, riecht hervorragend, aber ich denke, wenn ihm noch 30, 40 Minuten geben, dass wir wirklich die Reisehöhe, Flughöhe von der Temperatur knapp über 70 Grad haben. Ja, ich würde schon reinbeißen, habe ich auch vorhin schon gesagt. Ne? Stunde 40 ist um und guck mal hier, so sehen die aus. Mega gut und da ziehen wir jetzt die Thermometer raus. Und jetzt der Saft schon raus und nehmen die runter. Und kurz davor hier im Wettessen zu veranstalten. Oh nein, wir machen es nicht. Ist ein bisschen warm für ein Wettessen heute, oder? Wir machen mal einen Mittelschnitt, einen klassischen Date immer. Und wir lassen euch zuerst ran, wie das hier aussieht. Und ich würde sagen, es sieht alles nach einem gültigen Versuch aus. Das kann was. Wir haben einen schönen kleinen Rauchhahn dran. Wir haben hier unsere Füllung drin. Saftiges Fleisch, Tropfen, Kieslaster, so muss das sein. Und wir sagen, wir schneiden uns mal so eine Tranche ab. Der Geruch ist fantastisch, ne? Kann man nicht anders sagen. Also da kommt ja ein Aroma raus. Hier so eine kleine Tranche. Ich möchte mal hier nochmal vierteln, dass du mit der Füllung das abbekommst. Mmh. Und ich würde sagen, auf euch, Rillen die hohle Birne. Vesper, weg. Die nimmst du mit. Hm. Mm. Oh. Also super saftig, oder? Mm. Also richtig. Mm. Mm. Also saftig ist tatsächlich untertrieben. Und im Vergleich mit so einem Schweinerücken, der immer so dazu neigt, so ein bisschen so Styropor-Konsistenz zu kriegen. Das ist richtig geil. Das ist wirklich richtig geil. Wirklich gut. Also es ist wirklich der Geschmack in der Mitte, was von der Wurst abheben wird und natürlich das Fett, was dadurch nochmal in dieses eher magere Fleisch reniert. Mega gut. Und machen wir doch ein Wettessen drauf. Mhm. Brauchen wir nicht. Mhm. Oder? Mhm. Ich kann euch sagen, wenn ihr schönes Bratwurstbrät habt, einen Schweinerücken, einen schönen Ofenrab und einen Smoker, ob das ein Pellet Smoker ist oder einen Water Smoker und einen Keramikgrill, whatever. Geil. Machen, tun und ich werde glücklich am Ende des Tages, bin ich mir sicher. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo, entweder bei mir oder bei Bobby.
Ich verlinke euch das mal unter dem Video oder hier oben oder irgendwo. 030 Barbecue, ne? Ja. Aber die Connection passt hier, glaube ich. Das Essen passt, das ist alles. Ihr kennt es ja schon. Ja. Von daher, bis zum nächsten Mal. Klaus grillt und 030 Barbecue. Macht's gut. Wir sehen uns am Grill. Geil. Mehr.